Eine gigantische Großbaustelle in 4 Gebirgstälern über Jahre. Diese Gletscherdynamik, all das wird dem Fluss damit geraubt. Die Flutung und Zerstörung von 6,3 Hektar Moorflächen. Die größte geplante Moorzerstörung Mitteleuropas. Einfach aus ökologischer und sozialer Sicht eine Katastrophe. Mein Name ist Marianne Götzsch. Ich arbeite für den WWF Österreich im Bereich Gewässerschutz. Und da beschäftigen wir uns natürlich insbesondere gerade mit dem Ausbau des Kraftwerks Kaunertal. Das bestehende Speicherkraftwerk soll zu einem Pumpspeicherkraftwerk erweitert werden und nochmal in seinen Kapazitäten massiv erhöht werden. Das geschieht dadurch, dass sie Wasser hinzunehmen aus dem hinteren Ötztal. Das heißt, da soll 80% des Wassers, das da die Flüsse hinunterfließt, im hinteren Ötztal abgeleitet werden und in den bestehenden Gebatspeicher im Kaunertal geschickt werden. Von dort soll es dann auch hochgepumpt werden ins Platzertal. Da soll ein neuer Speicher errichtet werden. Und da wird das Wasser abgearbeitet und dann auch nochmal runtergeschickt dann nach Prutz, wo schon ein bestehendes Krafthaus ist. Dort soll ein neues Krafthaus dazu gebaut werden. Und von Prutz aus, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ohne jeglichen Schwallausgleich an dieser Stelle. Das heißt, der Inn auf der Strecke zwischen Prutz bis zum Runsarauer Wehr bei Fliers in etwa wird ökologisch de facto zerstört. Geht zum Kraftwerk Imst, wird dort auch nochmals abgearbeitet, fließt dann nochmal durch den Tunnel und wird nochmal im Kraftwerk Heiming abgearbeitet. Also es ist eine gigantische Baustelle, eine der größten Kraftwerksprojekte, Wasserkraftwerksprojekte Mitteleuropas der nächsten Jahre. Der Ausbau des Kraftwerks Kaunertal bedeutet 2 25 Meter hohe Betonsperren an Venter und Gurgler Ache, 2 Tiroler Wehre an Verwaldbach und Königsbach, das sind kleinere Zubringer der Gurgler Ache, ein 120 Meter hoher Staudamm im Platzertal, einem Hochtal, und dort dahinter die Flutung und Zerstörung von 6,3 Hektar Moorflächen. Es bedeutet die ökologische Zerstörung des Inns auf 4 Kilometer Länge zwischen Prutz und Fliers. Es bedeutet auch, dass 90 Kilometer in Summe, nämlich die gesamte Ötztaler Ache und Teile des Inns, zu Restwasserstrecken werden. Und es bedeutet auch eine gigantische Großbaustelle in 4 Gebirgstälern über Jahre. Und massive Deponieflächen in der Größe von fast 17 Hektar im Kaunertal. Es bedeutet auch die Errichtung von 3 neuen Kraftwerken und der Erweiterung eigentlich effektiv von 3 Kraftwerken. Nämlich dem Kraftwerk Kaunertal, dem Kraftwerk Imst und dem noch in Planung befindlichen Kraftwerk Imst-Heiming. Gerade in Zeiten der Klimakrise wird Wasserhaushalt ein wichtiges Thema. Und das Ötztal ist jetzt schon eines der niederschlagsärmsten Täler Tirols. Und hier bis zu 80% zu entziehen, ist einfach aus ökologischer und sozialer Sicht eine Katastrophe. Langfristig und gerade im Hinblick auf den Klimawandel. Dieser Wasserentzug aus dem hinteren Ötztal ist einerseits direkt dort, wo die Mauern sind, einfach ein Wahnsinn, weil damit Venter und Gurgler Ache zerstört werden. Aber zum anderen auch, weil die Ötztaler Ache unterhalb quasi zu einer Restwasserstrecke wird. Und damit wird der Ötztaler Ache das genommen, was sie genau ausmacht. Nämlich dieser natürliche Gletscherabfluss, dieses Steigen und Sinken in natürlichem Ausmaß, diese Gletscherdynamik, all das wird dem Fluss damit geraubt. Und damit geht nicht nur die natürliche Flusscharakteristik verloren, damit geht auch der Erholungswert verloren und sie verliert auch an Wert, auch an kulturellen, an sozialen Wert für die Bevölkerung. Der Staudamm, um sich das mal zu verdeutlichen, wäre 120 Meter hoch. Das ist in etwa so hoch wie der Stephansdom in Wien und 7-mal so hoch wie das Goldene Dachl in Innsbruck. Das sind schon gewaltige Ausmaße einer alpinen Zerstörung in einem hochsensiblen Naturraum, weil gerade die Ötztaler Alpen einfach noch relativ unberührt in gewissen Teilen und intakt sind. Und das darf man einfach nicht mehr zulassen. Nicht heute, nicht im 21. Jahrhundert und nicht in Zeiten der Klimakrise. Wir fordern von der Tiroler Landesregierung eine naturverträgliche Energiewende und dass Klima- und Biodiversitätskrise gemeinsam gelöst werden. Das impliziert auch, dass man die letzten intakten Alpenflüsse schützen muss und die Alpen schützen, anstatt sie weiter zuzupflastern und zu verbauen. In der Kaunertal-Erklärung 2022 fordern wir, dass der Ausbau des Kraftwerks Kaunertal gestoppt wird, dass die letzten intakten Alpenflüsse wie etwa Ötztaler Ache, Venter und Gurgler Ache geschützt werden, dass alpine Naturlandschaften wie das Platzertal nicht weiter zerstört werden
und dass wir auf eine naturverträgliche Energiewende setzen müssen, weil Biodiversitätskrise und Klimakrise gemeinsam angepackt werden müssen. Und nur so, mit Hilfe der Natur, können wir diese Probleme der heutigen Zeit lösen.